Salvete discipuli. Hier ist Juno und ich möchte euch heute das Adjektiv als Prädikativum näher vorstellen und erklären. Als Vorwissen solltet ihr bereits die Deklination von Adjektiven in den verschiedenen Deklinationen kennen. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich euch kurz erläutern, was genau ein Prädikativum eigentlich ist. Dann wird in Punkt 2 das Adjektiv als Prädikativum vorgestellt und dann in A in der Form des körperlichen oder seelischen Zustandes und in B im räumlichen oder zeitlichen Verhältnis erläutert. In Punkt 3 folgen dann verschiedene Beispiele. Zuletzt steht eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also mit der Frage, was ist ein Prädikativum? Ein Prädikativum ist eine Ergänzung zum Vollverb im Nominativ, entweder ein Substantiv oder ein Adjektiv. Es ist stets KNG-kongruent zum Subjekt und bezeichnet den Zustand des Subjekts zum Zeitpunkt der Handlung. Nun wollen wir also das Adjektiv als Prädikativum näher betrachten. Hier kann es sich also um die Beschreibung eines körperlichen oder seelischen Zustandes, wie beispielsweise tristis traurig oder auch laetus fröhlich, oder um ein räumliches oder zeitliches Verhältnis handeln, wie bei den Beispielen primus der Erste oder auch unus der Einzige. Zuerst betrachten wir also das Adjektiv als Prädikativum, als Bezeichnung eines körperlichen oder seelischen Zustandes. Hierzu gehören unter anderem die Adjektive iratus im Zorn, trepidus ängstlich, skiens wissentlich oder mit Wissen, inskiens und inskius ohne Wissen, inopinans ahnungslos und invitus ungern wider Willen. Ebenfalls einen körperlichen oder seelischen Zustand beschreiben die Adjektive absehens in Abwesenheit, präsehens in Anwesenheit, vivus bei Lebzeiten, mortuus im oder nach dem Tode, incolumis und salvus unversehrt heil, laetus fröhlich froh, sowie maestus und tristis traurig. Nun kommen wir zu den Adjektiven, die ein räumliches oder zeitliches Verhältnis bezeichnen. Dies sind primus und princeps als erster oder zuerst, postremus und ultimus als letzter und zuletzt, medius in der Mitte, frequens, zahlreich häufig, rari, vereinzelt, diversi, in verschiedener Richtung, unus und solus, allein, totus, ganz, sowie ipse, selbst. In diesem Punkt 3 beschäftigen wir uns mit einigen Beispielen. Wir beginnen mit dem Satz, miles incolumis ad suos revertit. Hier sehen wir also das Subjekt miles und dann das Adjektiv incolumis. Dieses wird nun in diesem Satz als Prädikativum verstanden. Du hast nun bei dem Pausenzeichen Zeit, den Satz in Ruhe zu übersetzen. Drücke nun auf Pause und fahre dann mit dem Video fort. Die Übersetzung des Satzes lautet also: Der Soldat kehrte unversehrt zu seinen Leuten zurück. Wir sehen hier also, dass das Adjektiv incolumis nicht attributiv, sondern als Prädikativum übersetzt wird. Es beschreibt nämlich den Zustand des Soldaten, als er zurückkehrte. Es beschreibt also das Prädikat näher. Der nächste Satz lautet: Hannibal princeps in prolium ibat, ultimus excedebat.
Hier sehen wir Hannibal als Subjekt des Satzes und zwei Prädikativa, nämlich die Adjektive princeps und ultimus. Diese beschreiben also die Prädikate ibat und excedebat näher. Du hast nun wieder Zeit, den Satz alleine zu übersetzen. Drücke auf Pause. Nun betrachten wir die Lösung. Der Satz lautet: Hannibal ging als Erster in den Kampf und verließ ihn als Letzter. Wieder sehen wir, dass die Prädikativa eine nähere Zustandsbeschreibung der Prädikate sind. Das letzte Beispiel ist Germani irati frequentesque hostes oppresserunt. Hier finden wir nun die beiden Adjektive irati und frequentes, sowie das Substantiv Germani, auf welche sich diese beiden beziehen. Hier sehen wir einmal mit irati ein Adjektiv, welches einen seelischen Zustand beschreibt, und bei frequentes eine Bezeichnung für ein zeitliches Verhältnis. Versuche nun wieder zuerst bei dem Pausenzeichen den Satz in Ruhe für dich zu übersetzen und fahre dann mit dem Video fort. Die Lösung lautet: Die Germanen überfielen ihre Feinde im Zorn und häufig. Nun kommt eine kurze Zusammenfassung. Ihr habt also heute das Prädikativum näher kennengelernt und im Besonderen das Adjektiv als Prädikativum. Dieses ist eine Ergänzung zum Vollverb im Nominativ und immer KNG-kongruent zum Subjekt. Es beschreibt den Zustand des Subjektes zum Zeitpunkt der Handlung. Zudem kann es einen körperlichen oder seelischen Zustand sowie ein räumliches oder zeitliches Verhältnis bezeichnen. Ich hoffe, ich konnte euch dies verständlich machen und an den Beispielen vorführen. Bis bald, eure Juno.